Es gibt da noch einen fantastischen Bericht des Seefahrers Olaf Jansen, der entweder in die Kategorie Seemannsgarn gehört, oder ein Bericht ist, der eine Reise in das Erdinnere beschreibt. Willis George Emerson brachte 1908, unmittelbar nach dem Tode von Olaf Jansen, diesen Reisebericht als Buch heraus mit dem Titel The Smoking Good. Olaf Jansen wurde, weil er auf seiner Erzählung bestand, viele Jahre eingesperrt und für verrückt gehalten. Er starb mit 95 Jahren in Kalifornien und hatte nicht alle Jahre dieses hohen Alters in Freiheit verbracht. Aber er hat bis zum Schluss darauf bestanden, dass seine Erzählung wahr ist und eines Tages die heute ungläubigen Menschen durch die neue Erkenntnis verwundert sein werden. Geboren wurde Olaf Jansen 1811 und startete von Stockholm aus seine fantastische und verhängnisvolle Reise, die ihn nach fast 5 Jahren wieder dorthin zurückbringen sollte. Nur konnte er da noch nicht wissen, dass er dann für 28 Jahre eingesperrt werden würde, weil er seinem Onkel seine Geschichte erzählte. Denn seine Wahrheit, mal abgesehen davon, dass alles ein Lügengerüst sein könnte, hatte sein Onkel veranlasst, eine Einweisung in eine Irrenanstalt zu veranlassen. So ist das halt mit den UFO-Geschichten, man behält sie besser für sich, und das, was dem Olaf Jansen da passierte, erst recht. Auf der Suche nach Elfenbein, der Walrösser, versuchten Olaf Jansen und sein Vater bei Spitzbergen fündig zu werden, und so fuhren sie 1829 in den hohen Norden. Sie segelten durch die von Eisbergen durchsetzte See, vorbei an Spitzbergen und kamen im Juni wahrscheinlich bei den Franz-Josef-Inseln an, deren Entdeckung erst später stattfand. Olaf Jansen zeigte sich dort überrascht aufgrund des milden Klimas, wenn auch nur wenige Grad über Null warm, so schien er den Wind als wärmer zu empfinden. Diese subjektive Empfindung teilt er durchaus mit heutigen Reiseberichten verschiedenster Polartouren. Rund um die Inseln weit nordöstlich von Spitzbergen lagen mächtige Eisberge in der weiten, endlosen See. Nur nach Norden hin schien das Meer frei davon zu sein. Und da die Landkarte jenseits dieser Inseln noch weiß war, hatten beide der Entdeckergeist gepackt und sie segelten die eisfreie Trasse Richtung Norden. Beide bemerkten eine starke Nord-Nord-Ost-Strömung. Auch die Zahl der Eisberge war gewaltig, aber ihr Schiff kam ungehindert durch und segelte weiterhin den Nordosten. Sie kamen zu einer Insel, die zwar kahl war, aber eine große Anzahl an Treibholz an ihrer Küste vorwies. Hier fanden sich Stämme mächtiger Bäume. Dieses Phänomen ist auch noch heute zu beobachten. Die Wissenschaft erklärt diese Ansammlung von Stämmen mit dem Golfstrom oder den großen russischen Flüssen, die in das Nordpolarme ermünden. Klingt logisch, aber nur in Bezug auf die russischen Flüsse, die jedoch in ihrer Weiterführung im Meer nur den östlichen Teil der Barentssee versorgen. Also bleibt für die westlichen Gefilde nur der Golfstrom, doch warum werden dann keine derartigen Stämme in Island oder Irland, als erste Golfstrombarriere an Land getrieben? Vater und Sohn Jansen fuhren weiter und kamen in einen schrecklichen Schneesturm, der die Vorräte über Bord spülte und ein dauerhaftes Weiterreisen unmöglich machte. Als der Schneesturm sich gelegt hatte, verblieb ein ungewöhnlich purpurner Himmel mit einer grellfunkelnden Sonne. Sie waren trotz ihrer Verluste überwältigt von diesem Farbspiel der Natur. Aber noch mehr verwunderte beide, dass Wasser nicht mehr salzig war. Jenes grünschimmernde Meer schien ein Süßwassermeer zu sein. Der Polarforscher Fridtjof Nansen schreibt unabhängig von dieser Feststellung in einem seiner Berichte: Dieses tote Wasser ist eine eigenartige Erscheinung. Wir hatten auf einmal eine bessere Gelegenheit, es zu erforschen, als wir es wünschten. Es tritt dort auf, wo eine Oberschicht von Süßwasser auf dem Salzwasser des Meeres liegt, und dieses Süßwasser trägt das Schiff und fließt auf dem schwereren unteren Salzwasser wie auf einem festen Grund. Der Unterschied in den beiden Schichten war in diesem Fall so groß, dass, während wir Trinkwasser auf der Oberfläche hatten, das Wasser vom Bodenwasserhahn des Maschinenraums viel zu salzig für den Wasserspeicher war. Die Kompassnadel der Jansens zeigte nicht wie erwartet an und drückte gegen das Glas. Dieses Phänomen ist allen Polarreisenden bekannt und macht eine Navigation mit dem Kompass ab einem bestimmten Breitengrad unmöglich. Das Meer war zeitweilig wieder salzig und irgendwann bemerkte Olaf Jansen und sein Vater eine Scheinsonne, die rötlich schimmernd an ganz anderer Stelle als die weit im Osten scheinende, grellere, gelbe Sonne zu sein schien. Diese bronzefarbende rötliche Sonne hat nicht die Leuchtkraft der gewohnten Sonne.
Viele Polarforscher machten eine ähnliche Erfahrung. So schreibt wiederum Fridtjof Nansen. Heute ereignete sich etwas Bemerkenswertes. Es war schon Mittag, als wir die Sonne erblickten, genauer gesagt ein Ebenbild der Sonne, denn es war nur ein Spiegelbild. Dieses glühende Feuer gerade über der Eiskante machte einen eigenartigen Eindruck. Auch gibt es sogenannte Holosonnen, die als Spiegelung in der Eisschicht der Atmosphäre zweimal erscheinen. Aber da bleibt die Spiegelung der Physik treu und findet sich im direkten Versatz zur originalen Lichtquelle wieder. Doch diese Sonnen waren gänzlich anders beschrieben, als die Sonne, die auch schien, und hatte eine violett-rötliche Farbe. Unter diesen Eindrücken schliefen Olaf Jansen und sein Vater ein. Der Vater weckte Olaf Jansen mit dem Ausruf, dass Land in Sicht sei. Die Strömung hatte das Schiff der beiden in die Richtung der Scheinsonne getrieben. Doch nun war die zweite Sonne verschwunden. Das Licht der Sonne war zwar dunkler, aber ihre Wärme erfasste den ganzen Körper. Der Himmel erstrahlte in einem unwirklichen grünen und blauen Schimmer. Und das Wasser sah aus wie gemalt. Bei dem Blick auf den Kompass fiel beiden auf, dass die Nadel wieder nach Norden zeigte. Doch das Boot der Jansens fuhr der Sonne entgegen. Beide wähnten sich weit jenseits des Nordpols und wunderten sich zum zweiten Mal auf ihrer Reise über ihre Kompassanzeige. Der Polarforscher Peer machte auf seinen Expeditionen zum Nordpol ähnliche Eintragungen in seinem Logbuch, welches man mit dem generellen Verrücktspielen des Kompasses im Bereich des magnetischen Pols erklärt. Doch ich wusste nicht, dass auch die Polarforscher jenseits des magnetischen Pols verrückt spielen. Das Schiff fuhr auf eine riesige Bucht zu. Diese Bucht mutete wie ein großer Fjord an, in den die beiden dann hineinfuhren. Wie sich später herausstellte, war dieser Fjord ein mächtiger Strom, der von den Bewohnern der neuen Landschaft Hiddekel genannt wurde. Der Strom wurde an beiden Seiten von mächtigen Bäumen, die sich zu unendlichen Wäldern auszudehnen schienen, gesäumt. Immer wieder erstaunte die Größe des Flusses die beiden verirrten Seefahrer. Sie fuhren ihn viele Tage hinauf, bis sie in der Ferne einen Chor vernahmen, der gleich unzähliger Stimmen eine gespenstisch schöne Atmosphäre verursachte. Ihre Begleitmusik wurde von harfenähnlichen Instrumenten gespielt und sie sangen auf einem Schiff, das Olaf Jansen und sein Vater in jener Größe noch nie zuvor gesehen hatten. Das große Schiff kam auf die beiden zu und machte Halt. Es wurde ein kleines Boot herabgelassen und sechs Männer von gigantischer Statur ruderten zu dem Schiff der beiden Verirrten. Sie sprachen in einer Sprache, die nicht verständlich war, und lachten untereinander. Ihre Körpergröße war annähernd 4 Meter, sie trugen gestutzte Vollbärte und gaben den beiden zu verstehen, dass sie ihnen folgen sollten. Olaf Jansen und sein Vater gaben dem Drängen der Riesen nach und folgten ihnen auf ihr Schiff. Das kleine Fischerboot wurde von einem sonderbaren Kran auf das Schiff gehievt und fand auf dem Oberdeck Platz und die Neugier der Leute auf dem Schiff. Die beiden kamen sich trotz ihrer großen Statur wie Zwerge vor und wurden auf dem Schiff neugierig betrachtet. Aber die Riesen hinterließen einen freundlichen Eindruck. Ihre Kleidung war von feinstem Gewebe und Gold schien es im Überfluss zu geben, denn überall wurde das so kostbare Metall zur Zierde verwendet. Vater und Sohn wurde zu verstehen gegeben, dass sie jetzt erstmal unter der Obhut des unbekannten großen Volkes stünden und die unbekannte Sprache zu lernen hatten. Das Schiff setzte sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in Bewegung und fuhr den Stromfluss aufwärts. Neben den Sonnenstrahlen fiel den beiden eine unglaublich hell erstrahlende Wolke auf, aus der weißliches Licht, heller als das Mondlicht, erstrahlte. Auch fiel Olaf Jansen die künstliche helle Beleuchtung auf, die er sich erst später als Elektrizität erklären konnte. Aber auch die Atmosphäre in der Luft erschien ihm irgendwie elektrisch geladen zu sein, denn sein körperliches Wohlbefinden war nie wieder so gut wie in jenen 2 Jahren im Erdinneren. Vater und Sohn wurden zu einer Stadt gebracht, die Jehen genannt wurde. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Mar Anne Lund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.